Anstoß in Kaufbeuren hieß gestern Abend eigentlich ESVK gegen den Favoriten aus Ravensburg. Eigentlich, denn nach ganz genau 3 Minuten zeigten die Joker, was derzeit in ihnen steckt. Mike Wehrstedt legt sich den Puck einfach selber vor, haut drauf, 1:0. Und nein, das war es noch lange nicht. 13 Sekunden später, das Tor wird gerade angesagt, da ist Marco Habermann zur Stelle. Nachschuss 2:0. Riesenjubel und die Jungs von Trainer Ken Latta wollten mehr, bloß nicht nachlassen. Es begann eine Chancenserie, aber leider konnte Kaufbeuren nicht verwandeln. Die beste Möglichkeit dieser Penalty, aber nein, mit 2:0 ging es in die Pause. Das zweite Drittel begann wie das erste und auch das letzte. Es war ein hochklassiges, schnelles, aggressives Eishockeyspiel, in dem die Hausherren einfach einen Tick besser waren. Ravensburg konnte nicht punkten, auch deshalb die Angriffe immer wütender und teilweise völlig überzogen. Der Höhepunkt dieses brutale Frustfoul. Jakob Körner blieb lange liegen, wurde rausgetragen. Am Ende konnte er Gott sei Dank weitermachen. Gespielt wurde übrigens auch noch. Ravensburg versuchte einiges, aber der gute Joker-Goalie Stefan Feiß hielt seinen Kasten sauber. Im Gegensatz zu seinem Gegenüber. 40. Minute, die Vorentscheidung, in Überzahl das 3:0. Im letzten Abschnitt bewiesen die Joker dann Nervenstärke und ließen nichts mehr anbrennen. Ravensburg nahm am Ende den Torwart raus. Kaufbeuren nutzte auch diese Chance. Bernhard Ebner ins leere Tor, 4:0. Ein super Sieg, doch der Chef, so kennen wir ihn, drückt auf die bekannte Euphoriebremse. Von meiner Seite aus, das war nicht unsere Top-Spielheit. Ich habe Besseres gesehen von uns und ich rede fachlicher, nicht als Zuschauer. Aber wir müssen froh mit den 3 Punkten und es ist jedes Wochenende ein Kampf. Und dieser Kampf geht nächstes Wochenende weiter. Bis dahin können sich die Joker über die Tabelle der zweiten Bundesliga freuen. Zumindest kurzfristig steht Kaufbeuren nämlich auf einem sensationellen 3. Platz.